Zombies im echten Leben? In den USA macht sich eine sogenannte Zombie-Krankheit breit. Die Nervenkrankheit ist in mindestens 24 Bundesstaaten nachgewiesen worden und davon sind vor allem Hirsche, Rehe und Elche betroffen. Nun warnen US-Experten davor, dass die neuartige Krankheit auch auf uns Menschen übertragbar sei. Was hat es damit auf sich? Das schauen wir uns mal in diesem Video genauer an. Die Zombie-Hirsch-Krankheit heißt eigentlich Chronic Wasting Disease, kurz CWD, und ist eine ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Es wird angenommen, dass sich die Krankheit durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin, Speichel oder auch Kot ausbreitet. Es kann allerdings Jahre dauern, bis nach der Infizierung Symptome auftreten. Aber warum überhaupt der Vergleich mit Zombies? Nun, die Symptome der Krankheit bewirken ein untotes Aussehen, wie man es aus den Filmen kennt. Wirkliche Zombies entstehen dabei nicht, ist ja klar. Es kommt nach der Infizierung dazu, dass sich die Körper der betroffenen Lebewesen schlechter unter Kontrolle haben und stark anfangen zu sabbern. Genauso sollen betroffene Tiere weniger Angst vor Menschen haben. Obendrauf verlieren die Tiere stark an Gewicht und werden dafür zunehmend aggressiver. Bisher wurde noch keine Übertragung von Tier auf Mensch bestätigt. Dennoch warnen Experten. Es sei nur eine Frage der Zeit. Laborergebnisse untermauern diese Annahme. Das Schlimme daran, noch gibt es keine Behandlungen oder Impfstoffe. So zeigten Tierstudien nämlich, dass sich Tiere anstecken können, deren Genetik der menschlichen ähnelt, wenn sie das Fleisch von infizierten Tieren essen oder mit deren Körpersäften in Kontakt kommen. In jedem Falle verlief die Krankheit allerdings tödlich. Wissenschaftler halten deshalb auch eine Übertragung auf den Menschen für möglich. Jäger werden deswegen davor gewarnt, das Fleisch wilder Tiere nicht zu essen oder aufgefundene tote Tiere zu verarbeiten, da, wie gesagt, bisher noch kein Heilmittel gefunden wurde. Klar, zwischen den US-Hirschen und uns liegt immer noch der Atlantik, aber auch in Finnland und Norwegen wurden bereits vereinzelte Fälle gemeldet. In diesem Sinne, hier ist noch ein weiteres Video von mir, das du dir anschauen kannst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.